Füße wegfahren. Das ist der Sammelbehälter für hier, für den Platz. Ja, das wird die Zukunft zeigen, ob wir sie reiten wollen. Einschleimen oder was? Kannst vergessen. Heute nicht. Shire Horses, die größten Pferde der Welt. Circa 5000 gibt es weltweit. Auf diesem Hof in Langenhorn, Nordfriesland, zog 2003 das erste Shire Horse ein. Zuerst eins, dann zwei, jetzt sind es 11 Pferde. Ingvar und Manuela Ledin leben von der Zucht und von ihren Feriengästen. Lass mal zum Baby hingucken. Das Baby. Da wird sich Celine ja auch freuen, ne? Wenn sie schön zutraulich ist. Fohlen, die Attraktion für Ferienkinder. Viele sagen, ja. Aber das ist so, das gehört einfach so dazu. Hattest du das gewusst? Sieht nicht schön aus, ist wichtig. Ihr jüngstes Fohlen ist 4 Monate alt. Wichtig für die Darmflora. Die Fohlen kommen nicht mit allen Darmbakterien zur Welt. Und diese Darmbakterien, die sie brauchen für Heu und Gras, nehmen sie über den frischen Kot von der Mutter auf. Ich guck mal, ob sie zu mir kommt und ob sie vielleicht mal an diesen Gegenständen schnuppern möchte. Schön mit deinem Kacki-Mund in meine Haare, ne? Tag für Tag wird das mehr, dass sie einem total auf die Pelle kriechen, ne? Kriechen einen auf die Pelle, können nicht genug kriegen von dem ganzen Gekraule. Und das ist einfach toll. Das freut einen, wenn die Vertrauen haben, neugierig sind. Das ist das Größte. Hauptsache, du kriegst keine geklatscht. So, die Urlauberkinder oder meine Enkeltöchter hier sind ja auch den ganzen Tag auf der Weide. Und dann geht das eigentlich ganz schnell, weil Kinder erwarten nichts von denen. Wir Menschen, wir kommen an, wir wollen irgendwas. Und Kinder sind einfach ungezwungen, die nehmen das so, wie es ist. Und das merken die. Und so können die viel schneller an so einen Fohlen rankommen, wie wir Menschen. Nochmal? Naja. Der erste Schritt zum Reitpferd, aufhalftern. Es gibt tatsächlich welche, da kann man es auf Anhieb machen. Aber ich glaube, sie will dann reinbeißen. Ne? Siehst du, und wenn ich jetzt groß wäre, würde ich das jetzt rumlegen. Ganze Linie mal. Ja. Ganz einfach langsam mal von der Seite ran. Das Genickstück hier so ganz langsam. Den Riemen da einfach überlegen. Oder wenn ich jetzt mitmacht. Aufstehe, dann mal gucken, dann was sie sagt. Ja. Guck mal, fein. So, fein. Und immer kraulen nebenbei. Kraulen ist wichtiger. Ne? Ja, warte. Hoppala. Nee. Das war zu viel gewollt. Auf dem Hof machen die Ledins fast alles selbst. Manu ist gelernte Buchbinderin. Ingvar fuhr jahrelang zur See, als Maschinenschlosser. Aber schon als Kind musste er auf dem Hof seines Vaters mitarbeiten. Und jetzt soll ich den so drehen? Ein kleines Stück. Okay. Machst du da noch mal auf? Ja. Die Schule macht da vorne drin. Ja, hab ich. Das ist Horst, ja. Horst ist unser Hahn. Unser Horst ist auch ein bisschen größer wie normale Hühner. Ne? Aber so wollen wir das halt haben. So wie unsere Pferde. Und wir haben ja Gänse da hinten. Und unser Ganter, der ist auch ein bisschen größer wie normal. Hat sich so ergeben. Ein Nachbar bringt seinen Bagger vorbei. Hast du alles mitgekriegt, was so abgeht? So ein bisschen? Das Arbeitsgerät für Feriengast Dirk. Du bist solches Gerätes mächtig. Oder du kriegst das hin, ne? Das ist die Frage, was ich alles umsetzen soll, ne? Wenn das Haus morgen da steht, dann weiß er Bescheid. Dirk macht den Reitplatz, macht der Gefälle rein, damit das Wasser ablaufen kann, den Graben. Da steht immer Wasser und dann stinkt das und das wollen wir nicht.
Club. Man kriegt das fast so. Er mag keine Langeweile. Und die wollen hier ja auch einziehen. Die wollen hier hinziehen zu uns. Die suchen nur noch Arbeit und dann geht das los. Weil Tanja kann gut mit den Pferden und Dirk macht gerne was arbeiten. Also das passt alles. Ja. Komm, komm, Dennis. Jetzt sollen zwei Pferde gesattelt werden. Siehste. Tanja, die Lebensgefährtin von Feriengast Dirk, möchte nämlich reiten, obwohl ihr Knöchelbruch noch nicht ganz verheilt ist. Spreu von Weizen trennen, hier Männer, Weiber, es sollen ja nur zwei mit. Ne? Aber ich brauche noch einen. Müssen die anderen müssen hier bleiben. Vielleicht Basi erstmal. Ja. Beim allerersten war das schon ein bisschen mulmig, sind ja groß. Ne? Und ich bin klein. Aber so mittlerweile, man kennt sich. Ne? Das sind ja ganz liebe. So, haben wir dich. Aber die Justizangestellte ist nicht nur gern im Urlaub auf dem Hof. Am liebsten würde sie hier leben. Ach so, ich wollte. Nee, das ist nur, damit die beiden zusammenbleiben. Die Nidins alleine? Ja. Also solche Menschen, das ist die Ruhe, das alles. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist einfach traumhaft hier. Auch von den Leuten hier, ganz ehrlich. Und die Pferde natürlich, ne? Klar. Mal kurz ein Scheuerhorst reiten. Das darf bei den Ledins längst nicht jeder, der vorbeikommt. Okay. Wir haben das früher mal gemacht, aber das hat so Auswirkungen gehabt, da haben wir gar keine andere Zeit mehr gehabt für irgendwas anderes. Aber jeder wollte auf den Scheuer mal reiten. Und jetzt nur noch für die Urlaubsgäste, die reiten wollen und können. Mit denen machen wir mal einen Ausflug. Und die kennen die Pferde ja. Ne? Wie lange kommt ihr jetzt schon? Noch nicht so lange, jetzt, aber ich bin jetzt öfter. Ein Jahr hier und Dirk und die Kinder, die sind jetzt das dritte Jahr hier. Ja. Ne? Hauptsache, die Füße sind gebürstet. Der Kopf ist egal. Das ist ja eins der Merkmale, was die Pferderasse ausmacht. Der lange, seidige Kötenbehang. Eine Zeit lang war es extrem rangezüchtet, sehr viele Haare, was sich auch als problematisch rausstellt. Von daher geht die Zucht jetzt wieder in die Richtung weniger Behang. Der Grund? Unter den langen Haaren siedeln sich Bakterien an. Manuela und Ingvar züchten seit 20 Jahren, aber so richtig sattelfest sind sie nicht. Wir können uns drauf halten und wir können auch mal uns tragen lassen. Aber reiten können, haben wir beide nicht gelernt. Wie gesagt, wir hatten nichts mit Pferde zu tun vorher. Wir lassen uns immer mitnehmen. Von dem her ist eben auch die Rasse, mit denen kann man das machen, weil die so ruhig sind. So wie wir halt. Dirk lebt in Kiel, arbeitet als Büroleiter. Faulenzen im Urlaub, dazu hat er keine Lust. Also unterstützt er die Ledins. Am liebsten würde er mit Tanja zusammen hierher ziehen. Sein Job heute? Den Graben von Schlick und Unkraut befreien. Das ist mein Hobby, sowas zu machen. Für mich ist das pure Erholung. Hier mit Maschinen, ich meine, der Traum eines jeden Jungen oder Mannes, der mal auszutoben. Insofern kann ich hier noch helfen, unterstützen. Das ist in Ordnung. Das macht schon Spaß. Das ist Ihr Urlaub? Ja, das macht Urlaub. Das ist für mich den Kopf frei machen, alles andere zu vergessen. Tanja braucht Unterstützung. Der Knöchel behindert sie noch, aber Angst hat sie nicht. Sie vertraut ihrem Lieblingspferd Basi. Der ist 1,98 Meter hoch und 800 Kilo schwer. Er war das allererste Fohlen der Ledins. Jetzt ist er 17 Jahre alt. Laufen geht nicht, aber reiten geht, ne? Ja, ihr müsst euch absprechen, was ihr machen wollt. Halt mal fest hier. Manu, ja. Die müssen länger. Musst du mal länger? Wer muss länger? Ja, ich sitze auf dem Springpferd hier. So. Das hier ist ja mein Elternhof. Hier bin ich ja groß geworden hier. Und dann gab das immer so einen Traum, der hat sich immer wiederholt. Zwei Riesenpferde hier auf dem Hof, obwohl es hier schon gar keine Pferde mehr gab. Die Zeit, wo ich klein war,
da waren die ersten Trecker da und es gab keine Pferde mehr, überhaupt keine. Irgendwann, dann haben wir im Fernsehen geguckt mal von der Queen und die hat ein paar Shire. Dann sag ich zu Manu, die, wenn denn die. Das gleiche Pferdeduo, Basi und Guinness. Die nächste Aufgabe. Kutsche fahren. Das sollten Manuela und Ingvar eigentlich regelmäßig trainieren. Aber oft reicht die Zeit nicht. Ja, die steht da noch nicht so lange, obwohl die sieht schon etwas verdrückt aus. Du sollst hier keine Blumen essen. Die Rollen sind bei den Ledins klar verteilt. Ich bin immer Beifahrer. Nein, nicht immer. Doch, meistens bin ich nur Beifahrer und Kommentator, was nicht erwünscht ist. Wir haben beide Kutschenschein gemacht. Haben wir beide. Aber eigentlich ist das eher Ingvars Part, sag ich mal. Zieh, zieh. Okay, bin jetzt nicht durch die Schlaufe durch. Müsste man eigentlich noch machen, ne? Also für mich ist das Entspannung pur. Das ist einfach toll mit den Pferden, weil wir diese Rasse einfach lieben. Und das macht einfach Spaß. Und du hast überall einen Auftritt, wo du hinkommst. Wir sind auch gerne mal bei Edeka, dort beim Bäcker einen Kaffee holen oder zur Tankstelle. Und das ist immer schön. Ja, und im Dorf, ne? Die älteren Leute, die gucken auch gerne aus dem Fenster und bleiben stehen und freuen sich einfach total. Okay, Jungs, dann mal los. Dann komm mal rum. Ach, sind sie nicht schön. So ist fein, ihr beiden. Basi, genial. Weiter. Oh, da guckt sie aber erst mal. Hillary hat vielleicht noch nie eine Kutsche gesehen. Ich habe meine Kopfbedeckung vergessen. Da kommt ihr beiden. Derab, 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 derab. Fein. Dann gibt es ein Problem. Kühe. Bei vielen Pferden lösen sie Angst aus. Wollen wir bei den Kälbern vorbeitraben oder wie wollen wir das machen da? Alles gut. Lass ihn gehen. Lass ihn nein. Ein bisschen. Lass ihn ganz bestimmt nicht gehen. Mach ihn nicht so eng. Manu. Ja. Ganz ruhig. Basi. Komm, Manu, halt ihn fest vorne, Manu. Das ist das Geräusch. Da hilft die Kutschbremse auch nicht mehr. Selbst unser Kameramann bringt sich in Sicherheit. Im gestreckten Galopp jagen die Riesen los. Erst später kann Ingvar die Tiere stoppen. Niemand verletzt. Großes Glück gehabt. So, und jetzt pass auf, wenn die hier. Was machst du? Das Kopfstück ab. Was sagst du? Das Kopfstück ab. Ja, und wenn die jetzt gleich lospellern? Sonst, ich lasse das erstmal dran. Ja, von mir aus, dann lass es dran. Und wenn die jetzt rausrennen? Achtung, er rennt die falsche Richtung. Oh, okay, jetzt tobt euch aus. Ach Leute, das sollte so nicht sein. Tja, da steckst nicht hinter. Nee. So, jetzt hat er doch einen Bullenschaden erlitten. Wenn man Pech hat, bleibt es drinnen, ne? Tja, das sind Tiere, ne? Schade. Ingvar ist verunsichert. Angst würde ich jetzt nicht sagen, aber nachdenklich. Warum, weshalb, wieso? Wieso die auf einmal? Unverständlich, unverständlich. Ne? Gerade diese Rasse, das ist eben das. Wenn es jetzt Warmblüter wären, wäre das ganz anders. Aber die hier, ne. Ja, und Guinness, guck bloß. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Ja. Ne? Komm mal hier, Guinness. Komm mal hier. Viel Arbeit für ihn. Jetzt muss er mit Guinness mehr Gelassenheit trainieren. Komm mal hier. Drei Monate später in Traventhal bei Bad Segeberg. 2 Autostunden südlich vom Scheierhof. So, Schuhe an. Kaffee trinken. Erstmal zu den Pferden. Ja.
Die Ledins haben im Pferdeanhänger auf dem Gelände übernachtet, weil sie nah bei ihren Pferden sein wollen. Hier auf dem Landgestüt Traventhal findet jedes Jahr ein traditioneller Landmarkt statt. Da passen die Shire Horses perfekt ins Bild. Na Freunde, habt ihr auch schon ausgeschlafen? Hi Basi, wie siehst du denn aus hier? Ich hol dir noch mal einen Eimer Wasser, ne? Ja, lass mich mal. Nee, ich. Wir haben Spaß daran und das ist so ein bisschen Werbung für uns. Für unsere Pferde, unsere Ferienwohnung. Ne? Und es ist einfach toll. Es sind immer so die gleichen Leute, die man einmal im Jahr trifft. Das so, ja, als wenn man nach Hause kommt. Das ist echt toll hier. Kurz nach der Eröffnung interessieren sich schon die ersten Gäste für die mächtigen Tiere. Runter kommt jeder. Jo. Ja. Egal wie, ne? Egal wie. Dann wird schon mit einmal aufgeschmissen. Von der Höhe. Na, Chinese. Die kleine zweite Mann. Ich hab da mal eine Frage. Frag mal. Sind das wirklich Reitpferde oder sind das so Rückepferde und so Arbeitspferde in dem Sinne? Ja, eigentlich sind es ja die Arbeitspferde. Ne? Also die sind ja mal gezüchtet worden für die Ritter, für diese immens schweren Rüstungen. Ach so, doch zum Reiten in dem Sinne. Ja, und dann haben sie die natürlich hier, die kommen ja aus England und dann haben die natürlich auch hier zum Ackerbau und Pflügen und Kähne ziehen. Es gibt ja diese Zweige. Kopf einziehen. Und vielleicht verirrt sich auch einer zu Wolfgang, der hier ganz. Showbeginn. Auf dem Wiesenplatz zeigen gerade Warmblutpferde, was man ihnen beibringen kann. Wir zeigen jetzt unseren Pferden, was heißt es, sich nicht zu fürchten. Wenn ihr wollt, könnt ihr dichter kommen. Wir probieren das jetzt mal mit unseren Shire Horses, mit unseren lieben, lieben Gästen und Freunden Inga und Manu. Die Kaltblüter sind von Natur aus gelassener. Aber Guinness ist skeptisch, obwohl Ingwer ihn führt. Das kann übrigens auch ein guter Trick sein. Wenn sie die berührt, so wie jetzt, ist das nächste Hindernis genommen, weil sie merken mit ihren empfindlichen, weichen Mäulern und ihren Tasthaaren, okay, das tut mir nichts. Selten fahren Manuela und Ingwer mit ihren Pferden auf Events. Aber auf Einladung der Gutsbesitzer kommen sie jetzt seit 8 Jahren immer wieder nach Traventhal. Jedes Mal sind andere Shires dabei. Jetzt kommen die Haare. Jetzt kriegt ihr seine Haare ab. Alles ja. Für dieses Pferdeduo ist der Landmarkt in Traventhal die letzte gemeinsame Veranstaltung. Guinness wird an eine Reiterin abgegeben. Nach dem beinahe Kutschunfall hat er trotz intensiven Trainings seine Angst nicht mehr verloren. Also muss er die Ledins verlassen. Basi bekommt einen neuen Kutschpartner. Vorsicht! Er ist der Neue, Memo. Kutschtrainer Jan Töth ist mehrfacher Landesmeister. Jan spannt jetzt an und dann wollen wir mal eine Testfahrt machen. Das ist ja unser Junghengst hier und er soll mit an die Kutsche mit unserem Basi. Beide Pferde haben Kutscherfahrung, aber an die Arbeit als Team müssen sie sich gewöhnen. Komm mal her, Kollege. Die Geräusche. Ja, dass sie nicht weglaufen wollen, dass sie gehorsam sind. Doppellonge, dass da hinten was hinterkommt. Das ist ein bisschen aufregend. Ist ja jetzt neu. Ein neuer Fahrkumpel. Aber das wird schon. Jan Muckert, das klappt alles schon. Ich habe volles Vertrauen zu ihm. Jan Töth hat die Shires bereits seit 4 Wochen bei sich im Stall, um sie jeden Tag ein bisschen mehr zu trainieren. Der halft in der London, ja, ne? Wie ihr das wollt. Ja. Ingwer ist heute zum ersten Mal dabei, wenn Memo vor der Kutsche geht. Sein Herzenspferd. Guckst du innen ran, ja, ne? Ja, er ist ja der allerletzte Nachkömmling von meinem Kevin. Und der Kevin war schon ganz toller. Der war überall immer das tollste Pferd. Sogar dass unser Tierarzt sagt das. Also das war schon
Den mussten wir leider vor 3 Jahren einschläfern. Und sogar unser Tierarzt sagte, das ist schon schwer für ihn, weil er was Besonderes war. Den hatten wir überall mit hin. Ja, alles klar. Alles klar. Die Stränge sind fest. Jo. Die Leine ist alles fest. Dran. Jo. Alles dran. Alles dran. Heute geht es nicht auf die Straße, sondern auf den geschützten Übungsplatz. Das ist was wie die Kutsche hier, weißt du das? Ja, ja. Aber das wird was mit den beiden. Das, ja. Da macht jemand keine Gedanken, das geht schon. Später auf der Straße wird nur im Schritt und Trab kutschiert. Aber hier darf es auch mal Galopp sein. Ja. Der will sowieso nicht weglaufen, der Schwarze. Nein, ich sag vom Gemüt her. Nein, das stimmt. Aber das hatte ich bei Dennis auch immer gesagt. Ja. Ein gutes Team, befindet der Trainer. Aber sie müssen noch weiter lernen. Halten, an der Kreuzung stehen bleiben. Und Routine. Gehorsam, ne? Routine. Jeden Tag fahren. 6 Wochen, 8 Wochen, bis man sagen kann, der ist eingefahren. Bis er Abitur hat, sagt Jan. Ja. Auf Memo wartet schon das nächste Abenteuer. Er soll Zuchthengst auf dem Scheierhof werden. Deswegen musste Manu übers Wochenende mit ihm zu einer Prüfung fahren, während Ingvar zu Hause hofft, dass Memo die sogenannte Körung besteht. Aber das kommt uns ja auch nicht auf den Wert drauf an. Uns kommt das auf die Nachkommen an. Und dass die Nachkommen Papiere kriegen. Wir wollen ihn ja nicht verkaufen. Am Montagmorgen ist Manu zurück von der Körung. Du hast sie gut gefüttert am Wochenende, ne? Natürlich. Meine Lucy. Ist ja deine Katze. Will ich schon für aufpassen. Oh. Aber irgendeiner muss ja hier bleiben. Und alle bestanden da? Das Ergebnis, das kommt ja. Wann kommt das denn? In ein paar Wochen oder so. Keiner Ach, weiß. So lange? Genau. Ich habe das ja auf einen USB-Stick gemacht. Genau. Und dann kannst du dich Ach, ja umdrehen. Und dann gucken wir mal. Manuela hat die Körung gefilmt. Tanja hat das großartig gemacht. Haben wir ihn nicht schön sauber gemacht? Ja. Feriengast Tanja, jetzt ohne Gehhilfe, ist mit zur Körung nach Thüringen gefahren. Unter ihrer Führung muss Memo seine Qualitäten beweisen. Auch die Gesundheit wird gecheckt. Die Richter reisen eigens aus England an. Dem Ursprungsland der Shire Horses. Gut, ne? Unser ist es eigentlich gut, ja. Mhm. Also ich finde, da war eigentlich nichts, weswegen ich jetzt sagen würde, das geht gar nicht. Also ich bin da ganz positiv eingestellt. Wir hoffen, ne? Wird schon. Der macht das schon. Brauchst du mich denn als Hilfe? Na, Memo. Circa 100 Ballen Heu verfüttert er im Jahr, schätzt Ingvar. Alles eigene Ernte. Memo hat den Platz als Zuchthengst in der Herde schon eingenommen. Sein Vorgänger ist bereits verkauft, weil Ingvar sicher ist, dass sein Herzenspferd gekört wird. Schlechte Nachrichten aus England. Memo ist durchgefallen. Deshalb darf er die Stuten nicht mehr decken. So, die haben wir jetzt mal ein bisschen abgezäunt. Da
Das Baby ist verkauft und damit da nichts mehr passiert, laufen die jetzt erstmal für sich, die beiden. Rangeleien in der Herde könnten das 6 Monate alte Fohlen verletzen. Es ist ca. 4.000 Euro wert, aber nur, weil ein gekörter Hengst der Vater ist. Hier, Basi, komm. Mimo, komm. Komm mal her. Ja, man muss ja arbeiten. Man könnte ja auch ganz einfach hier auf der Weide bleiben und weiterfressen. Die anderen müssen ja auch nichts tun. Memo bekommt keine Papiere und wiederholen darf er die Körung nicht. Fazit, die Zucht ist vorerst gestoppt. Wir müssen irgendwann sehen, dass wir einen gekürten Hengst kriegen. Das ist natürlich unheimlich schwierig, weil wir ja den Brexit haben. Und das ist natürlich schwierig, aus England irgendwas zu kriegen, weil das natürlich ein immenser Aufwand und teuer ist, ne? Ja. Und jetzt, was passiert mit ihm? Wahrscheinlich wird er gelegt und dann bleibt er hier als Kutschpferd und Reitpferd nachher. Er ist ja ganz lieber, auch als Hengst. Müssen wir gucken. Komm. Komm, Basi, komm. Komm mal. Aus Feriengästen sind Freunde geworden. Dirk und Tanja leben jetzt auf dem Hof. Beide haben neue Jobs in der Nähe gefunden. Reingucken sollte ich nicht, ne? Nee. Wie weit bist du? Ja, fast fertig, ne? Loch an Loch und Hölter. Ja, schön. So, gleich mal eine Proberunde drehen auf Acker. Dieses Ländliche hier. Und auf dem Hof rumpuzzeln. Ich mit den Pferden. Er kann hier auf dem Hof rumpuzzeln, wie er gerne möchte. Das ist es. Hier auf dem Dorf sagt jeder noch Moin. Das kennt man in der Stadt nicht mehr. Hier hat man seine Ruhe nach Feierabend. Und so haben wir unseren Lebensmittelpunkt halt nach Langhorn verlegt, wo wir einfach einen Traum verwirklicht haben wollten. Sie ist eine Pferdinnerin, ich bin Bastelwastel, wie man sieht. Und ja, eigentlich ist es ein großes Abenteuer und wir wollen nochmal neu anfangen. Manuela und Ingvar wollen ihre Kutschpferde trainieren. Wir haben eine andere Kutsche, keine neue, aber eine andere. Die ist ein bisschen schwerer, massiver. Wenn man da mal auf die Bremse tritt, dann sitzt da schon ein bisschen mehr Gewicht drauf. Die andere, die hat er ja so, haben die ja so hinterhergezogen. Ist einfach zu leicht für unsere. Na komm, Mimo, geh rüber. Oh, ist fein. So. Links rum. Komm. Mimo. Auf der Straße zeigen Basi und Mimo, was sie gelernt haben. Für Manu ist gerade Gelassenheit ein wichtiger Charakterzug. Nicht nur bei Pferden. Ingwer hat schon was Gemeinsames mit den Pferden. Mentale Stabilität. Seine starke Schulter, er ist ja der Fels in der Brandung, den ich brauche. Wir haben das wirklich gut hier. Ich finde, wir haben hier alles, was wir brauchen. Eigentlich Wünsche kann ich nicht sagen. Da wäre nur noch der Wunsch nach einem neuen Deckhengst, damit die Shire Horses in Nordfriesland eine Zukunft haben. Junge Bengels, ne?